201, acknowledge. Echo 1, confirm shell download. Copy that. Ready when you are. Ja Leute, willkommen zurück bei der Lone Echo Let's Play Reihe. Und ja, wie wir beim letzten Mal gehört haben, Liv versucht auf irgendwas zuzugreifen und wir versuchen sie jetzt endlich zu finden. Apollo hat uns diese Schleuse geöffnet, die zum Fury-Transporter führt. Und ja, probieren wir mal da hinzukommen. Und schauen wir mal, ob wir endlich Liv finden. Okay, jetzt geht's auf. Wird jetzt Zeit. Wir irren ja schon länger jetzt hier in der Station rum. Und Apollo will uns ständig irgendwelche anderen Aufgaben zuweisen. Okay. Hier ist unser Schutz. Schilde bei 95%. Oh ja, wir müssen schnell rein da. Okay, dann können wir direkt unser Schild nochmal aufladen hier beim Fury Transporter. Also das Spiel, da bin ich auch gespannt, wenn ich das mit der Oculus Rift S spielen kann. Die kommt ja jetzt bald. Also ich habe heute Bescheid bekommen, am 21. Mai kann die kommen und ja, dann werde ich das auf jeden Fall auch mal testen. Da bin ich echt gespannt. Wähle dein Ziel. So, aktuelle Positionsschleuse. Es gibt nur eine, also... Ziel. USN Astrea. Zentrale Lebenserhaltung. Bereite Zündung der Schubdüsen vor. Ja, bitte warten. Zünde mal. Wow, geht ganz schnell. Das sieht so genial aus, dieses Riesenschiff, wie wir hier durchfliegen. Ich darf nur nicht loslassen, das haben wir beim letzten Mal ja festgestellt, was dann passiert. Oder eine Folge davor. Ich will nur hoffen, dass ich endlich Liv finde hier. Weil scheinbar versagen ja die Lebenserhaltungssysteme hier von dem Schiff. Und das wäre für Liv nicht gut, für uns ist es egal. Wir sind ja nur ein Android. Das wird eine sanfte Landung hier. Hier sind auch wieder überall dieses scheiß Zeug. Ankunft am Ziel. Der Ausgang ist am hinteren Ende des Geschützes. Schauen wir mal kurz. Erreiche Liv. Apollo hat Liv gefunden. Okay, dann nix wie hin, ne? Hoffentlich kriegen wir jetzt hier keine Megastrahlung ab. Oh doch. Schilde bei 95%. Aber es wird schon besser. Oh Gott, hier ist überall. Wir nähern uns deinem Captain. Der Lüftungsschacht hier führt zur Umgebungssteuerung. Scheiße! Strahlt das Ding da Sporen. Haut da draus. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wartungszugang geortet. Dieser Lüftungsschacht führt direkt zur Lebenserhaltung. Es ist nicht mehr weit. Gut, dass wir eine Taschenlampe haben. Oh, komm schon, Liv. Hast schon Schlimmeres durchgestanden. Liv, Liv, Liv! Jack! Jack! Hallo! Bist du hier? Ich bin hier. Bist du wirklich hier? Ja, klar. Bist du verletzt?
Oh, nichts, was nicht abheilt. Schätze, das habe ich dir zu verdanken. Mach keinen Scheiß. Aber das ist mein letzter Tank. Und da ist nicht mehr viel drin. Was ist hier los? Dieses Schiff? Es sind Leute an Bord. Und sie tragen Atlas-Uniformen. Ich glaube, das Schiff gehört zu uns. Aber es ist nicht aus dem Jetzt. Was? Danke, das macht alles viel klarer. Wie zum Teufel hast du mich gefunden? Ha, was kann ich dir erzählen? Ich habe eine Verbindung mit dem Schiffscomputer hergestellt. Deine Systeme sind mit dieser Technologie kompatibel? In gewisser Weise. Jack, ich glaube, ich kann mich mit dem Computer hier verbinden. Okay. Ich kann es dir vielleicht zeigen. Stelle Liv Apollo vor. Ja, das ist eine gute Idee. Endlich haben wir dich wieder. Super. Willst du in der ersten Reihe miterleben, wie mir der Sauerstoff ausgeht? Nein, will ich nicht. Jack, sei vorsichtig damit. Wir wissen nicht, wie all das hier funktioniert. Doch, das Design kommt mir bekannt vor. Ich schon. Ich weiß das. Was machst du da? Ich schließe es an den Hauptcomputer an. Vielleicht kann es uns helfen. Ich habe versucht, es zu aktivieren. Ich glaube, es ist im Eimer. Nein, System ist es nicht. Neustart der Diagnoseprotokolle. Was zur Hölle? Identität bestätigt. Captain Olivia Rhodes. Aktualisiere Personaldaten. Jack, was ist hier los? Was ist das? Das ist Apollo, eine KI, die ich auf dem Schiff getroffen habe. Wir sind gemeinsam unterwegs. Entsprechend der Rangfolgeprotokolle gehört das Schiff in seinem jetzigen Zustand. Glückwunsch zu deiner Beförderung. Ernsthaft, Jack. Was zum Teufel ist dieses... Sie traut dem Braten noch nicht. Apollo hat mir geholfen, deinen Weg durch das Schiff zu verfolgen. Wir verdanken es ihm, dass wir uns wiedergefunden haben. Dann... Danke, schätze ich. Wieso hilfst du uns? Es ist meine Pflicht, für die Sicherheit sämtlicher Atlas-Angestellten zu sorgen. Okay, Apollo. Wie bekomme ich die Lebenserhaltung wieder zum Laufen? Die Notfallsysteme sind nicht auf derart weitreichende Schäden ausgelegt. Zur Reaktivierung der Lebenserhaltung muss der Hauptreaktor neu gestartet werden. Jack, können wir dem Ding vertrauen? Ich sehe keine andere Möglichkeit. Wenn wir das Schiff reparieren wollen, brauchen wir jemanden, der das Design kennt. Nicht gerade eine überwältigende Empfehlung, aber uns bleibt wohl keine andere Wahl. Ich denke nicht. Apollo, kannst du den Reaktor von hier aus neu starten? Nein. Die Schäden sind mechanisch. Jemand muss in den Kern. Ja. Ich schlage vor, wir teilen uns auf. Ich leite dich hier durch die Reparaturen, während Jack die Hauptenergie wieder einschaltet. Sein Strahlungsschild sollte ihn ausreichend schützen. Ja, klar. Ich vermute, es gibt keine andere Möglichkeit. Doch. Aber die Erfolgsaussichten wären minimal. Kommst du hier allein klar? Ich bin nicht gerade erpicht darauf, dich in einen kaputten Reaktor zu schicken, nachdem wir uns gerade erst wiedergefunden haben, aber... Es bleibt uns wirklich keine andere Wahl, oder? Eine der Zugangsöffnungen führt zur Hauptleitung des Energienetzes. Wenn du der Röhre folgst, kommst du zum Reaktor. Captain Rhodes, hinter dir befindet sich eine Wartungsluke. Dahinter ist der Hauptenergieverteilungsblock. Verstanden. Ich bin dran. Ich müsste mein Schild nochmal auffüllen, bevor es losgeht. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Startet Lebenserhaltung, startet den Hauptreaktor. Ja. Okay. Die hantiert da, also gehen wir hier hin. Wir schaffen das schon. Die Energieversorgung hier lässt sich nicht mehr retten. Ich schließe ein Kabel aus dem Hauptenergierelais an. Die Spannung ist... Okay, Apollo. Du bist die taktische KI. Gibt es eine Erklärung für die ganzen Waffen? Die Astrea wurde als Schlachtschiff konzipiert und zur Sicherung von Cirrus eingesetzt. Schlachtschiff?
Das Sonnensystem ist seit Beginn der Kolonisierung geeint. Es gibt keine einfache Erklärung für jemanden aus dem Kolonialzeitalter. Das Kolonialzeitalter? Wann wurde das Ding hier gebaut? Die Astrea wurde am 26. Oktober 2570 getauft. Hier nicht lang. 400 Jahre? Ich muss da lang. Mein Gott. Und hier ist zum Glück noch alles stromlos. Das heißt, gefährlich ist es jetzt noch nicht. Hier komme ich auch nicht lang. 100 Meter nur. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Ich weiß momentan noch nicht, wo die Reise hingehen soll. Wenn du aus der Zukunft kommst, was passiert mit uns? Diese Information hat keine strategische Relevanz. Ach komm schon, ich bin der Captain. Muss ich wirklich meine Autorität spielen lassen? Laut der offiziellen Berichte wurde Kronos 2 durch ein ungeklärtes Weltraumphänomen zerstört. Olivia Rhodes gilt als vermisst. Jack wird in den Berichten nicht erwähnt. Das ist nicht gerade ermutigend. Tut mir leid. Ich wurde für Feuerleitlösungen und taktische Analysen programmiert. Ich bin nicht gut darin, schlechte Neuigkeiten zu überbringen. Ach wirklich? Falls es dich beruhigt, es gibt keine Aufzeichnungen über meine Ankunft in diesem Zeitstrom. Der Bericht ist also bestenfalls unvollständig. Wenn ich unsere Lage als hoffnungslos sähe, würde ich dies als Bergungs- und nicht als Rettungsmission klassifizieren. Das... Oh je, da wird gleich eine tolle Rückreise, glaube ich, wenn hier wieder Energie überall ist. Oh je. Die Kontaminierung hier ist beträchtlich. Die zusätzliche Energie der elektrischen Systeme des Schiffs scheint die Biomasse zu stimulieren. Sie nährt sich also von den Systemen, die wir gleich wieder aktivieren. Ja, super. Wundervoll. Ich habe nicht gesagt, der Plan wäre perfekt. Oh Gott, hier sind überall eingesperrte Menschen. Rote eingesperrte Mensch, kann man sagen. Das wäre jetzt mein Tod gewesen. Wenn das Ganze hier aktiv wäre. Zu welcher Klasse gehört der Reaktor? Fusionsreaktor nehme ich an. Ja, aber keine Variante, die dir bekannt ist. Als Katalysator dient Antimaterie. Antimaterie? Du willst, dass Jack mit Antimaterie hantiert? Oh, nicht direkt. Er lenkt nur Hochenergie-Plasmastrahlen darauf. Das ist vollkommen sicher. Damit kommst du zurecht, oder Jack? Sicher. Wenn die Ereignisse eins gezeigt haben, dann die Anpassungsfähigkeit meiner Kernsysteme. Da kann ich nicht widersprechen. Ist wirklich kein Tag wie jeder andere. Ich habe den Kontrollraum erreicht. Sehr gut. Wenn du im Hauptraum bist, überprüfe den Status der Satellitengeneratoren. Sie versorgen das magnetische Eindämmungsfeld mit Energie. Wird so die Antimaterie stabilisiert? Bestätigt. So, nochmal kurz hier Nachschub. So, jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier machen müssen. Da ist 26 da. Ja, komm. Fliegen wir mal da hinten hin. Schilde bei 95%. Generator. Ist aber leer, oder? Okay, wir brauchen neue Batterien. Scheinbar. Ich weiß nicht, ob ich sie wieder reparieren kann. Die A-Pylon. Okay, keine Ahnung. Ladestation. Boah, das ist so gefährlich jetzt. Was wir jetzt machen hier.
Oh Gott, ob wir das schaffen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und hoch. Flieg! Okay, da fehlt nur eine. Energiezellen eingesetzt. Bestätigt. Jetzt musst du die Verbindung zwischen Generator und Eindämmungsfeld wiederherstellen. Suche nach einer Steuerkonsole in der Nähe. Wir müssen jetzt erstmal wieder zurück und wir müssen uns nochmal aufladen. Dann sind wir gleich schneller kaputt, als uns lieb ist. So, puh. Hälfte Energie haben wir noch. Gut. So, da müssen wir noch hin. Schäde bei 95%. Fuck. Ich hab's geahnt. So, eine Batterie fehlt uns noch. Eine Batterie. Das eine, da waren wir gerade. Wir gehen mal kurz zu dem Panel. So, das ist schon mal aktiv wieder. Magnetfeld stabilisiert sich. Und das Strahlungsniveau steigt. Richtig. Du solltest den letzten Generator so schnell wie möglich aktivieren. Dann sollte das Eindämmungsfeld stark genug sein, dass wir den Reaktor neu starten können. Jetzt bräuchte man nur eine Batterie, aber ich finde keine. Schilde bei 50%. Ja, super. Wir gehen nochmal nachladen. Da ist doch eine. Aber trotzdem, wir müssen... Schilde bei 30%. Boah, das ist knapp. Okay, dann brauchen wir einen neuen Körper. So, wo war die andere jetzt? Die war hier irgendwo oben. Ruhig. Schilde bei 95%. Ja, ich weiß. Ach, wo hingen die jetzt? Damit ich eben keine Zeit mehr hatte, die zu holen, da. So, jetzt schnell zur Ladestation. Da ist auch die Ladestation. Oh, jetzt wieder ganz sachte runter. Komm. Lade. Schilde bei 50%. Ja, danke für die Info. Letzter Generator in Betrieb. Verbinde ihn jetzt mit dem Eindämmungsfeld. Magnetisches Eindämmungsfeld voll einsatzbereit. Es müsste beim Neustart halten. Es müsste? Theoretisch. Wir werden es sicher wissen, wenn Jack wieder im Kontrollraum ist und die Plasmastrahlen auf die Zulaufventile des Kerns ausgerichtet hat. Puh. Achte darauf, dass sie richtig positioniert sind, Jack. Der Reaktor lässt sich ansonsten nicht starten. Wir machen mal erstmal alles zu hier. So, wir sind wieder voll da. Ja gut, unser Körper sieht jetzt nicht so doll aus. Der hat
arg gelitten. So, irgendwas müssen wir jetzt hier machen. Plasmasteuerung. Was passiert denn hier, wenn ich jetzt hier mich... Ah, okay. Ja, wahrscheinlich genau auf die Ringe hier, ne? Plasmastrahlen ausgerichtet. Bereit für Reaktivierung. Hauptreaktorsysteme gehen online. Initialisiere Reaktion in 3, 2, Festhalten. 1. Uiuiui. Was war das? Eine der Komplikationen, von denen ich gesprochen habe. Zum Glück scheint der Reaktor keinen weiteren Schaden genommen zu haben. Wir sterben also nicht gleich alle in einem riesigen Antimaterie-Ereignis? Derzeit nicht. Derzeit das nicht. Das reicht mir schon. Gute Arbeit, Jack. Jetzt komm so schnell wie möglich wieder hier hoch. Ich könnte hier deine Hilfe gebrauchen. Bin unterwegs. Das wird schwer genug, zurückzukommen. Das wird verdammt schwer, weil jetzt alles aktiv ist. Jetzt lass uns mal überraschen, was jetzt hier abgeht. Ja, alles lebt. Das ist doch super. Wir lieben das Leben. Das meinst du nicht ernst? Wie erwartet wurde die Biomasse durch unsere Reparaturen gestört. Ich rate zur Vorsicht. Danke, Captain Neunmalklug. Dieses Mitglied der Besatzung ist mir nicht bekannt. Die Wartungspylonen sind jetzt aktiv. Du kannst sie mit deinem Scanner einschalten. Ich suche nach einem IA-Port. Kann ich die mal aktivieren hier? Mann! Da ist noch einer. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt alle aktivieren muss. Aber ich denke... Oh Gott! Oh, bitte lass mich das überleben. Schilde bei 95%. Ja, okay, damit kann ich noch umgehen. Oh, ruhig, ruhig. Ist ja ein Blubbern da. Timing immer haben, wenn man hier vorbeifliegt an diesen Scheißdingern. So, abklingen, abklingen. Jawohl, weg. So. Ich glaube, ich gehe hier unten lang. Ihr seid nett und lieb. Oh Gott. Boah, wir haben es erstmal. Leitung ist sauber. Fast geschafft. Wir müssen die Hauptenergieleitung wieder anschließen. Vorsicht. Sie steht jetzt unter Spannung. Au! Danke für die Warnung. Meine Güte, du bist schlimmer als Jack. Gern geschehen. Die Systeme gehen jetzt online. Schilde bei 95%. Boah. Ich muss nochmal zurück. Ja. Ich muss mich kurz drehen.
Oh je, wo geht's hier zurück? Ich glaube da lang, ne? Da ist die Röhre. Oder? Ja. Geht doch. Ist doch gar nicht so schwer. Ja, wie kommen wir da jetzt vorbei, ohne dass so ein Ding angeht, ey? Das ist ja schon... Oh, Glück gehabt. Okay, da ist nochmal ein Schildpanel. Lampe habe ich so eh an. Jetzt sind wir gleich da. Mal schauen, was es dann gibt. Es gibt ja immer was zu tun hier. Jack, gut, du bist hier. Also, ja, war auch kein Problem. Wir sind bereit, den Druck in der Kammer wiederherzustellen. Jack, bitte schließe die Lüftungstüren hinter dir, bevor du das System aktivierst. Ich probier's. Oh, jetzt ruckelt's gerade ein bisschen. So. Jack, wir müssen die Lüftungstüren versiegeln, bevor wir weitermachen. Ja. Druckversiegelung bestätigt. Wir können jetzt den Luftfluss an der Hauptkonsole aktivieren. Warnung, Sauerstoffniveau krit. Was war das? Nichts. Es bedeutet nur, dass wir uns beeilen sollten. Luftflusssteuerung geöffnet und stabil. Passt während der Gaseinleitung an den Lüftungsöffnungen auf. Ach, Gott sei Dank. Das sieht nach Sauerstoff aus. Nimmt zu. Sauerstoffausfluss höher als erwartet. Yes. Versuche zu kompensieren. Warnung. Druck instabil. Das ist nicht gut. Was ist passiert? Unbekannt. Versuche zu kompensieren. Ach, der Druck fällt ab. Wir haben ein Leck. Kannst du es orten? Ich kann keine spezifische Beschädigung ausmachen. Was soll das genau bedeuten? Das heißt, dass das Schiff so voller Löcher ist, dass er das Leck nicht finden kann. Wenn du den Druck weiter erhöhst, könntest du ein größeres Loch in den Rumpf reißen. Apollo. Abschalten. Atmosphäre kann nicht aufrechterhalten werden. Scheiße. Und jetzt? Müssen einen Sektor finden, den wir wieder unter Druck setzen können. Die Brücke ist der am besten geschützte Sektor des Schiffs. Sie hat den Beschuss vermutlich überstanden. Wie weit? Im Bug des Schiffs. Ich öffne das Schott zum Hauptgang. Der Fury-Transporter ist bereits unterwegs. Bring den Lift zur Brücke. Warnung, Sauerstoffniveau kritisch. Rückkehr in Wohnbereich empfohlen. Oh je. Wir sollten uns beeilen. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Da kommt der Fury-Transporter. Taxi ist unterwegs, Liv. Komm. Okay, Schild habe ich voll. Come on. Wähle dein Ziel. Lebenserhaltung. Ziel. Festhalten. Ich bin bereit. Los. Rücke. Bereite Zündung bitte der Schubdüse vor. Bitte warte. Los jetzt! Aktiviere Schubdüsen. Ich meine, ihr könntet sich auch hier festhalten, ne? Aber. Ah, ist natürlich angenehmer. Apollo, bist du sicher, dass die Brücke den Druckaufbau standhält? So sicher, wie ich nur sein kann. Die Brücke ist strukturell einer der widerstandsfähigsten Bereiche des Schiffs. Ich denke, unsere Chancen stehen etwa 1 zu 2. 1 zu 2, was? Tja, diese Chancen gefallen mir ganz und gar nicht.
Leider lässt sich daran nichts ändern, Captain Rhodes. Das war Sarkasmus, Apollo. Sie hat einen Witz gemacht. Das scheint mir kaum die richtige Zeit für Unbeschwertheit. Vergiss es. Bring uns einfach zur Brücke. Jack, du hast meinen Witz verstanden. Das war ein guter Witz, Liv. Versuch dich zu konzentrieren. Wir sind fast da. Eine weitere EM-Fluktuation. Sie werden immer stärker. Kümmern wir uns später um diese Fluktuation. Im Moment müssen wir uns darauf konzentrieren, Liv am Leben zu halten. Ich stimme zu. Nähern uns dem Kommandodeck. Reduziere Geschwindigkeit. Puh. Ganz schön spannend, die ganze Sache. Da sind irgendwelche Luftschleusen jetzt. Ich glaube, da geht's hin. Aber nicht schafft Liv dann noch. Da wären wir. Die große Tür vor uns führt auf das Kommandodeck. Ich gehe mal davon aus, dass er die meint. Jack, Captain Rhodes ist noch im Fury-Transporter. Sie bewegt sich nicht. Komm, Liv, mach nicht schlapp. Mach nicht schlapp. Olivia, wach auf. Ja. Komm. Ich bin da. Ich bin wach. Ja, dann komm jetzt. Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Es ist nur... Ich brauche nur einen Moment. Geh du vor. Ich folge dir. Ich bin direkt hinter dir. Ja, hoffentlich. Ich glaube, lang macht die nicht mehr mit. Warnung. Sauerstoffniveau kritisch. Oh je. Halt die Klappe! Oh. Nur noch 1%. Wir müssen dich auf die Brücke schaffen. Warum kriegst du dir nicht auf jetzt? Öffne die Tür. Hallo. Komm schon, los jetzt. Wohin? Ah, Olivia. Liv, wach auf. Ich bin hier. Mir ist nur etwas schwindelig. Gehen wir einfach weiter. Die Brücke liegt direkt vor uns. Ich sehe keine Sporen auf diesem Deck. Nein, keine sichtbare Kontaminierung zu erkennen. Das ist doch ein gutes Zeichen, oder? Vielleicht. Nicht unbedingt. Die Biomasse verbreitet sich vor allem durch das Lüftungssystem. Ohne Überprüfung der Lüftung müssen wir davon ausgehen, dass das Deck nicht sicher ist. Apollo... Ich hoffe sehr, dass du nicht für die Moral der Besatzung verantwortlich warst. Wir brauchen die Autorisierung eines Crew-Commanders, um die Luftschleuse zu öffnen. Liv, würdest Apollo, mach einfach die verdammte Tür auf, okay? Stimmautorisierung bestätigt. Luftschleusensteuerung entsperrt. Jetzt sollten wir mal langsam da sein, oder? Die macht nicht mehr lang. Liv! Liv? Olivia! Ja, tut mir leid. Komm! Ist okay. Halt einfach durch. Wir haben es fast. Nimm meine Hand. Olivia, komm! Zack, zack. Captain Rhodes, ich schlage vor, du nimmst deine Position an der Kommandostation ein. Okay. Rette, und versuch bitte bei Bewusstsein zu bleiben. Ja, ich werde mein Bestes versuchen. Okay, Jack. Um den Atmosphärendruck wiederherzustellen, muss ich den Logikkern der Brücke umschreiben. Er befindet sich bei der vorderen Konsole.
Kein Problem. Ich sehe ihn. Die Prozedur ist identisch mit der Umschreibung der Lebenserhaltung. Verstanden. Ich bringe den Kern zum Überbrückungsanschluss. Kern eingesetzt. Umschreibung abgeschlossen. Verstanden. Starte den Scan. Bringe den Kern zurück. Kern gesichert. Haben wir Zugriff? Bestätigt. Ich habe jetzt volle Kontrolle über alle wichtigen Funktionen der Brücke. Wie lange wird es dauern, den Druck hier wieder aufzubauen? Zugriff auf Umgebungssteuerung. Okay. Bitte warten. Warnung. Sauerstoffvorrat aufgebraucht. Sofortige Rückkehr in Wohnbereich empfohlen. Jack! Mein Sauerstoff. Scheiße. Versuch ruhig zu bleiben, Olivia. Es ist noch Luft in deinem Anzug. Die sollte noch für eine Weile reichen. Beeil dich einfach. Oh Gott. Ich bekomme keine... Wir brauchen die Lebenserhaltung. Sofort. Mehr. Ich fürchte, es gab eine weitere Komplikation. Was ist los? Was denn jetzt? Ich habe Spuren der Biokontaminanten im Belüftungssystem der Brücke entdeckt. Ein Versuch, den Druck wiederherzustellen, würde die Brücke mit giftigen Spuren fluten und den Captain töten. Sag mir, was ich tun soll. Das Umgebungssystem der Brücke besitzt 4 Lufteinlässe. Du musst dir jeden ansehen. Verbrenne jegliche Spuren, die du findest, mit einem Reaktivcutter. In Ordnung. Wird mir angezeigt. Jack, ich kann nichts mehr sehen. Alles ist ganz verschwommen. Oh je. Der Stickstoffgehalt in ihrem Blut steigt. Aktiviere medizinische Notfallkapsel. Liv, du musst bei mir bleiben. Halt die Augen offen. Ich kann nicht. Doch, du kannst. Konzentrier dich. Oh Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Bitte, Liv. Du musst bei mir bleiben. Liv? Liv? Sie ist ohnmächtig geworden. Geschafft. Die Einlässe sind sauber. Lebenserhaltung aktivieren. Sofort. Zugriff auf Umgebungssteuerung. Stelle Atmosphärendruck wieder her. Sauerstoffausfluss. Halt durch, Liv. Apollo? Der Rumpf hält stand. Es funktioniert. Luft kommt rein, okay. Atmosphärendruck hergestellt. Lebenszone etabliert. Geeignete Atmosphäre entdeckt. Helmfreigabe. Ja, wie? Hä? Bitte, Liv? Wie gebe ich denn jetzt den Helm frei? Öffne Livs Helm. Da ist was. Ich muss sofort Livs Helm öffnen. Liv? Habe ich gemacht. Olivia. Keine Respiration. Oh Gott. Sie atmet nicht. Bitte. Liv, wach auf. Herzkammerflimmern. Gleich kommt es zum Herzstillstand. Was kann ich tun? Es gibt einen Notfalldefibrillator. Da, im Medizinschrank, neben dem Eingang. Apollo, der Medizinschrank ist verschlossen. Du solltest ihn aufschneiden können. Oh Mann, ey. Kannst du den Scheiß nicht aufmachen? Ich hab ihn. Schnell. Verbinde den Defibrillator mit der medizinischen Kapsel. Wo? Defibrillator online. Verbinde die Elektroden direkt mit der medizinischen Kapsel. Spannung wird durchgeleitet. Und? Warum kann ich das Ding jetzt nicht starten? So. Vordere Elektrode in Position. Ja, hintere Elektrode in Position. Du musst den Hebel bedienen, um eine Ladung aufzubauen. Ist das Energieniveau im blauen Bereich, drück den Holo-Knopf. Zurück. Keine Reaktion. Komm mit. Nochmal. Zurück. Negativ. Weiterhin VF. Nochmal. Jack. Wir sind vielleicht zu spät. Nein. Lade. Zurück. Zu spät. Jack. Sie ist tot. Nein, nochmal, lade. Zurück.
Komm, Liv. Bitte, Liv. Tu das nicht. Komm, komm, komm. Zurück, Jack. Leb wieder. Hau ab. Ich habe einen Sinusrhythmus. Sie lebt. Jack. Guten Morgen, Sonnenschein. Sehr. Sehr witzig, Jack. Blutsauerstoffsättigung normalisiert sich. Herzfrequenz bei 64 Schlägen pro Minute. Sie stabilisiert sich. Wie geht es dir? Als hätte mich jemand unter Strom gesetzt. Du hast mir Angst gemacht. Dachte, ich hätte dich verloren. Oh. Du wirst mich also vermissen. Definitiv. Hallo, Captain Rhodes. Ich bin erleichtert, dass du nicht tot bist. Danke. Lässt du mich aus dem Ding raus? Bei allem Respekt, Captain. Aber laut Vorschrift muss... Du solltest tun, was sie sagt, Apollo. Danke. Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich mit dieser Entscheidung nicht einverstanden bin. Ist vermerkt. Oh. Sicher, dass es dir gut geht? Oh. Nur etwas mitgenommen. Ich komm schon klar. Sieht's gar nicht so aus. Wow. Apollo, was ist los? Die Schäden am Energienetz haben zu einer schnell voranschreitenden Destabilisierung des Reaktors geführt. Was bedeutet das? Wenn wir den Reaktor nicht stabilisieren können, wird das Eindämmungsfeld versagen und das Schiff wird zerstört. Optionen? Es gibt viele Möglichkeiten, die ich ausprobieren könnte. Aber nur bei einer besteht eine realistische Erfolgsaussicht. Das wird mir nicht gefallen, oder? Wir könnten einen Überlichtsprung einleiten. Die Menge an Energie, die für so einen Sprung nötig ist, könnte reichen, um den Reaktor zu stabilisieren. Ein Überlichtsprung. Was würde passieren, wenn wir springen? Wohin würden wir springen? Leider ist es mir nicht möglich, eine Ziellösung zu errechnen. In Wahrheit haben wir aber noch ein viel größeres Problem. Oh, prima. Ich hatte schon auf ein noch größeres Problem gewartet. Ich auch. Beim letzten Überlichtsprung kam es zu einer radikalen, temporalen Verschiebung des Schiffs. Moment, willst du etwa sagen, dass wir bei einem Sprung durch die Zeit reisen werden? Ich bin nicht sicher, aber es wäre möglich. Das ist völlig verrückt. Nur gute Nachrichten, Liv. Frau beschleunigt sich. Wir haben nicht viel Zeit. Sollen wir das wirklich tun? Es ist das Risiko wert. Ja, ich meine... Was wollen wir anders machen? Was soll schon passieren? Energie. Der Überlichtgeschwindigkeitsantrieb versagt während des Sprungs und erzeugt eine Singularität, die uns sofort auf molekularer Ebene zerreißt. Apollo. Sollte ich das etwa nicht beantworten? Was soll's. Wenn ich sterben muss, kann ich das auch bei Überlichtgeschwindigkeit tun. In Ordnung. Bevor wir springen können, müssen wir die gesamte verfügbare Energie zum Überlichtgeschwindigkeitsantrieb umleiten. Dazu müssen alle nicht benötigten Systeme von Hand heruntergefahren werden. Ich werde euch anleiten. Oder wir machen sie einfach kaputt. Tja, nun, das würde auch funktionieren. Ha! Was kann ich? Das ist sogar ziemlich brillant. Reaktor-Destabilisierung steht kurz bevor. Apollo, wie kommen wir an die Primärsystemkomponenten? Nutze die Engineering-Station, um die Wartungstafeln zu öffnen. Okay, ich mache die Komponenten zugänglich. Jack, mach dich bereit, dich durch so viele Systeme wie möglich zu schneiden. In Ordnung. Kein Problem. Okay, die Tafeln sind offen. Such dir ein System aus und fang an zu schneiden. Bin dabei. Ich glaube, es funktioniert, Jack. Mach weiter. Wir haben es fast geschafft. Schneid weiter. Ich schneid. Starte Sprungvorbereitung. Na los, los! Apollo! Haupttriebwerke auf grün, bereit Überlichtgeschwindigkeitssprung einzuleiten. Mach schon, Jack, hau drauf! Drei, zwei, eins, los! Sprung gestartet. Sprung drei, zwei, wow!
Olivia. Jack? Alles gut? Jack, alles in Ordnung? Bei mir schon. Liv, sieh nur da draußen. Oh mein Gott. Wo sind wir? Bitte warte. Ermittle Position. Liv. Wir sind am Arsch. Das ist der Saturn. Nein. Nein. Ich fürchte, Jack hat recht, Captain. Wir sind in einem geosynchronen Orbit über dem Saturn. Apollo, wie lautet das aktuelle Datum? Was ist das für ein Hinweis? Astrometrische Berechnungen lassen vermuten, dass wir uns in der Mitte des 26. Jahrhunderts befinden. Wir sind 400 Jahre in die Zukunft gesprungen? Ungefähr. Das ist also deine Zeit? Um es einfach zu halten, ja, das ist meine Zeit. Er hat ja bestimmt was ist geplant. Hier passiert, Apollo? Ja, Apollo. Ihr seht hier die Überreste eines Gefechts, an dem dieses Schiff beteiligt war, bevor wir uns getroffen haben. Gegen wen habt ihr gekämpft? Wieso? Was ist das? Kontakt. Ankommendes Schiff. Noch mehr Probleme? Negativ. USN-Transponder. Sie gehören zu uns. USN Astrea. Hier ist Transportkreuzer Juno. Hören Sie uns. Liv, du solltest ihnen antworten. Sollte ich? Ja. Du bist der Captain. Ich wiederhole, Astrea, hören Sie uns. Ja, wir hören Sie, Juno. Hier spricht Olivia Rhodes. Captain Olivia Rhodes. Verstanden, Captain. Wir empfangen Ihr Signal klar und deutlich. Wir haben außerdem eine taktische KI an Bord entdeckt und einen... Moment. Das kann nicht stimmen. Hier spricht Jack. Captain. Was? Captain Jack. Wiederholen, Astrea. Haben Sie nicht verstanden? Jack Sparrow. Nur zu. Sag es. Hier. Oh. Hier spricht Captain Jack. Zwei Captains auf einem Schiff. Yo, Captain Jack. Das muss ja vielleicht eine Geschichte sein. Verstanden. Halten Sie durch. Das Rettungsteam ist unterwegs. Ankunft in 10 Minuten. Verstanden. Astrea Ende. Okay. Wir sitzen also 400 Jahre in der Zukunft fest. Danach sieht es aus, ja. Ja. Nun, in etwa. Und können nicht nach Hause? Nein. Okay. Dann verrat mir doch mal, wie die Vorschriften für so einen Fall lauten. Improvisieren. Gute Antwort, Jack. Ja, Leute, das war Lone Echo 1. Und wer das Spiel hier nicht geil findet, den kann man echt nicht mehr helfen, keine Ahnung. Also alleine von der Story her, das Finale jetzt gerade war echt mitreißend, echt genial. Ja, ich habe es schon mal gezockt, trotzdem finde ich es immer noch genial, besonders weil ich jetzt auf Deutsch gespielt habe. Ja, jetzt müssen wir echt auf Lone Echo 2 warten. Wer den Trailer noch nicht dazu gesehen hat, ich habe den schon mal gezockt in VR oder mir angeschaut, eher gesagt. Man kann dann wirklich 360 Grad den Trailer gucken. Und das Video werde ich auf jeden Fall auch mal verlinken, könnt ihr mal reinschauen. Ja, ich bedanke mich an allen Zuschauern, die jetzt hier diese Let's Play-Reihe echt immer geschaut haben und mich auch dazu getrieben haben, weiterzumachen. Denn ich habe mal eine Zeit lang eine kurze kleine Pause gemacht mit Lone Echo. Dann hat aber noch jemand geschrieben, warum ich denn nicht weitermache. Und ja, solange die Leute das sehen wollen, irgendwelche Serien oder sowas, schreibt mir einfach. Ich mache dann definitiv weiter und versuche mein Bestes dann euch zu unterhalten und so weiter. Wie gesagt, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und vergesst nicht, mir ein Abo dazulassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht bei Lone Echo 2, wer weiß. Bis dann. Ciao.